Ach, wenn man irgendwas farmen muss mit Schiffen, die man nicht gut spielt, ist Mist. Hallo, das mache ich immer. Deswegen, stell dir mal vor, du würdest eine Woche oder einen Monat lang nur ein Schiff fahren. Wie gut man darin dann wäre. Das wäre ja, würde man das im Schlaf machen können. Ja, Petropavlovsk. Vielleicht mal kein OP-Schiff. Venezia. Hey, die wurde genervt. Ja, wurde sie. Ja, hab ich zwar nicht gemerkt, aber... Hallo, Taraxul. So richtig, aber ne, ja gut. Warum ist bei der Hindenburg die Feuerschance so lächerlich hoch? Ist sie das? Finde ich nicht. Kann dem auch nicht vollumfänglich zustimmen. Also... Also B fahre ich nicht, ich fahre C. Okay, okay. Weigere mich, mit einem deutschen Schiff nach rechts zu fahren. Ich fahre immer nur links rum. Fluffy Power. 13% als 12 Granaten, ja, das ist ja nix. Was ist das für ein krasses Geräusch hier? Das Wind. Nein, das ist... Ach, das ist die Hakurio-Fighter da. Ja, das sind Düsenjäger. Ja, das ist Tarnung. Ja, das klang gerade wie Airwolf, weißt du. Ja, das ist, weil der hat die Tarnung drauf. Dankeschön, Bismarck, für den Follow. Also die Space-Tarner. Deswegen sind das Düsenjäger oder was? Ja, Raumschiffe sind das. Raumschiffe halt. Ja. Ich komme jedes Mal, wenn ich von einer beschossen werde, instant Feuer. Ja, das meint man nur, Dead Spingo. Na, schauen wir mal, wie hoch die Brandwahrscheinlichkeit hier ist. Das ja das Angenehme ist, die Hindenburg nimmt nie IFAE mit. Also, wobei nie. Das haben wir ja 50 mm, ja. In Klanggefechten vielleicht. Also wenn höchstens auf der Ori, aber selbst davon bin ich gar nicht überzeugt. Ich auch nicht wirklich. Ja, mit der Änderung generell nicht mehr. Nee. Und die Ori ist ja jetzt auch zu Tode genervt, das ist auch nicht mehr zu empfehlen. Ja, leider, es war so ein schönes Schiff eigentlich. Ja, viele haben da mega Abuse betrieben und Reichweite, HE-Spam. 250.000 in jedem Gefecht, was hast du, auf über 20 Kilometer. Das ist halt lächerlich. Ja, die war gut, die war auch in den Clan-Geschichten und in den gewerteten Geschichten ziemlich gut, die Henri. Und jetzt, naja. Wobei so eine Hindenburg wie die FRE ist halt schon lustig, wenn man ein Kreml im Gegnerteam ist. jede Salbe 5.000-6.000 mit AI in die Fresse. Im Kreml ist das halt nicht lustig, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Na gut, in die Fresse kriege ich das auch. Die hat ja nur 32 mm Burg. Aber halt auf Stack geht's nicht mehr. Ja, du kriegst mit der. Oh, wieso geht jetzt du? Der Hindenburg ist halt jede Lebenslage. Jetzt geht sie wieder auf. Warum gehe ich jetzt nicht zu? Mal gucken, ob jetzt bei der Hindenburg hinten was passiert. Die steht, ne? Ne, die fährt. Jetzt. Du meinst die von TRT? Ach komm, nur 6000 Breitseite, sowas. Ach, bei der 20,5 die Steak Zera Channel. Ja, genau. Oh, da hat jemand aber. Hat jemand Bock auf mich hier anscheinend, ja? Ja. Dachte, ihr seid auf der anderen drauf. Also, ich verstehe das auch nicht. Yo, Ohio, zu auf. Wie? Wie? Gerade in dem Moment, wo ich auf sie schieße, damit ich. Minotaur hat sie auch drauf angelegt, ne? Eigentlich. Oh, erste Salve brennt, hab nichts gesagt. Geht wieder auf, Moment. Na, jetzt kommt der DD in meine Richtung, das ist unangenehm. Oh oh, ich hoffe, sie hat schlecht gezielt. Oder sie hat gut gezielt, weil ich drehe ja weg. So. Die hier hat übrigens Brand gelöscht. Alantrops. Ach Gott sei Dank, ich würde schon sagen, ich nehme tatsächlich den einen Torpedo mit, weil ich zu dämlich war, richtig einzulenken. Einmal breit und dann ist schwierig. Würde es denn nützen, Brandschutz? Sicher, minus ein Brandherd. Die minus 10% sind keine minus 10%. Ja. Unterm Strich ist das ein Promille. Darf man da nicht vergessen, wenn das durch die Brandschutzformel läuft. Also im Promille-Bereich, 0,6... Also 0,6% so, das ist dann 6 Promille.
Bei manchen. Kommt ganz darauf an, wie viel Brandschutz man nimmt. Ne? Also das ist die Änderung, kann man quasi sagen. Ist ja wurscht, haut es in die Formel, die im Wiki ist, dann seht ihr es. Ich habe 3 Schiffe auf mir. Bin ich das naheste Schiff? Ich verstehe es nicht. Doch, die Thunder, du bist nur du, Nasi. Nur wir zwei sind hier. Und die Monty ist außen, okay? Ja, die macht sich Sieht. Ich habe ein besseres Concealment als du. Ich erfahre mit 12,6 momentan. Ich fahre jetzt nach B rauen. Mal gucken, was da unten ist. Die kämpfen mir zu vielen ab. Ja, die pimmeln da hinten rum. Wir sind doch Profispieler hier. Oh, Rammy Dammy, danke schön. Vielleicht lade ich jetzt auch mal HE. Marvin, hallo Marvin. Ja, auch nicht. Warte mal, da ist noch nicht hinten. Wir haben nur HE geladen. Haaland. 200 HE-Treffer. Ja, gut, 8% müsste Kiew haben, ne? Da. Oh. Ohio hat geschossen, aber Ohio trifft ja eigentlich in der Regel nichts. Doch, die ist gut. Ja, guck, wie schön sie getroffen hat. Die trifft nichts, sagt er. Immer ein Flame hier auf die arme Ohio. Die kostet doch. Ah, Ohio ist ein Scheißschiff. Was? Ja. Ja, du musst die halt richtig fahren, ne? Ohio full secondary build, just for fun. Dann geht die ab wie Schmidts Katze. Kein Scheiß. Ich habe mit dem Teil 4 Millionen getankt im Test und 90k Sektreffer. Also, das geht schon. Er macht die Halland Sorgen, die muss ja irgendwo sein. Ja. Ich hab Hydro schon wieder den Träger wieder hier. Na, sie willst du Hydro? Komm raus da, komm raus, Alcarain. Das ist ja scheißegal. Wir haben das Cap, wir fahren gemeinsam B. Ja. Erstmal muss ich überleben. Let's go. Boah, Glück gehabt. Ich habe auch Glück, habe ein Flugzeug abgeschossen. Da ist aber die Haaland Richtung B wieder, glaube ich. Jetzt steht die Hindenburg beidseite. Oh, ja, ich weiß. So, ich mach mal Hydro an. Mann, nur zur Sicherheit. Da ist noch eine Hindenburg, die Breitseite zeigt. Was ist denn da los? 2. Und ein Fender auf 6, ich muss mal ein bisschen rausdrehen. Komm in meine Arme, Chris. RPF ist hier. Fluffy Power! Ich hab einen super Brand RNG gerade. Wo war das? G6, okay. Dankeschön für den Follow Cat. Ja, die Richtung. Da kommen schon die Torps. Ja. Hindenburg. Oh, das ist der zweite Sprecher. Ja. Das ist gut. Kilometer einfach angenehmer HE zu schießen. Da ist die Haaland. Der Saftsack. Oha. Gib ihm. Salve ist raus. Haaland ist raus. Ah, schade. 16k wäre geil gewesen, aber wir waren halt 6. Ich habe immer noch Hydro rein. Der will halt jetzt C rein, das Lura. Wir müssen wieder drehen, glaube ich. Ja, ich gehe jetzt an B mal ran. Genau, ja, es passt. Pass aber auf Moskau. Hm? Hast du einen Smoke ready? Ja. Okay, das ist gut. Wir haben halt Semper Fi, der fährt natürlich mit Reichweite. Hab ich auch, du Lure. Wäre ich auch ein Träger irgendwie oder so? Weiß nicht. Der ist auf A. Vier Schiffe schießen auf mich, was? Warum? Warum überlebt's? Die sind doch super, was? Der ist super. Übrigens auf Anregung vom Chat vom letzten Mal habe ich mir tatsächlich noch ein was Neues reingepackt in die Super List. Das ist nicht, nämlich nicht nur das. Wahnsinn, ich liebe die
Eisensoft. Oh, da kommen die Torps. Ich glaube, ich habe Brand-RNG diese Runde. Das ist abartig. Ich habe auch das, weil es ist am Ende. 29.000 finden wir. Es wurde sich gewünscht. Es wurde sich gewünscht. Aber lass uns die Ohio finishen und dann müssen wir reindrehen. Na, bleibt da stehen, ne? Ein RFI 75. Ja, der rückwärts oder was? Na, Silein, hast du gehört? Wir müssen in Richtung Ohio. Ja, ja. Ich muss auch erstmal um mein Schiff drehen und mein Türmchen drehen. Ja, ja, das muss ich auch. Aber sonst verlieren wir den Spaß. Weil, siehst du. Ja, Icarina hat es nicht geschafft. Hey, wieso habe ich hier nicht getroffen? Boah, das ist jetzt kritisch. Hallo, Valhalla Kun. Bravo, Kun. Komm ich an die Heuer. Bravo. Ah, Drecksflugzeugträger hier. Was machen die genau? Was machen die da, weißt du? Ja, die fliehen von drüben. Ich habe ein bisschen Angst vor den Halland-Torpedos. Ich habe mal. Die Midway, da kommen die Torpedos. Oh, die Hindenburg ist auch noch da. So, Nasi. Ja, jetzt Rock'n'Roll, wir zwei. Ohio. Ja, er hat mich rausgenommen, obwohl ich meine Flak aus hatte im Nebel, weißt du? Ja, naja, der hat das gut eingeschätzt. Schau da, deswegen ist er so aggressiv da. Mhm. Komm, Nasi, mir nach. Und unser Träger macht gar nichts, der ist halt leider echt schlecht. Ach komm, ey, warum geht immer alles zu? Ohio, du bleibst da nicht stehen oder was? Die haben 4000. Ja, ja, das ist meine. Muss nicht draufschießen. Die will mir hier noch eine verpallern, das Drecksding. Bekommt doch die Moskwa von. Ah. Also anstatt dass die Hindenburg, ich will jetzt nichts sagen, aber anstatt dass die Montana auf die Hindenburg geschossen hätte und er eine richtige Breitseite verpasst hätte, ne? Ja, schießt er auf die Montana. Muss sie auf die fast tote Scheiß Ohio eine Vollsalve versetzen. Das ist einfach lächerlich. Kill. Das ist halt einfach das Teamplay, das ist ein typisches Fuck you in your fucking face. Das ist die Midway. Die bietet sich mal an. Ich muss jetzt raus. Ja, meine Salve fliegt schon. Ist gut. Sieht auch gut aus. Alone is Halland etc. Ja gut, noch eine Zita hinterher. Das war's. Nicht mehr auf die Midway schießen. Da kommen die Torps von der Halland. Wenn die Yamato nimmt sie, glaube ich. Ja. 3-4, ja. Kill ist besser als Win, ja. Wahrscheinlich, das ist das Problem. Burg. Aber unser CV ist nicht einmal die Halland angeflogen. Ich überdrehe einfach, weil ich ein Idiot bin. Weil ich ein scheiß Idiot bin, überdrehe ich einfach. Ja, aber du hast doch nur keinen genommen, oder? Ja, einen. Aber es war nicht geplant, dass ich einen nehme, weißt du? Da kommt die andere Hindenburg. Also beide. Fluffy Power! Ja, Nasi, mach dich Legendary. Du musst jetzt. Irgendwas muss weg. Ja, ich bin schon. Nirpa, danke schön für deinen Sub. Was ist los? Danke. Die Haku hat was genommen. Vielen lieben Dank. Ja, am besten müsste die Hindenburg da jetzt. Aber die andere Hindenburg in der Mitte, die ist für die low. Ja, nur ein Pen, 4000. Ja, da könnte André vielleicht sogar nochmal einen Schuss drauf haben, gleich auf die andere Hindenburg. Nein, André muss hinter der Insel bleiben, sonst wird er von allem gefistet, was geht. Ich hab so schon einen scheiß Job hier. Eve, aufpassen, der Sunderer kommt. Ja, eben und Doppelbrand, ja, leck mich doch. Thunderer hat auf dich abgesetzt, André. Ich kann mich nur ein bisschen winkeln und hoffen, dass er was daneben setzt, aber das Ding ist halt genau. Weiß nicht, wird nichts mehr. Nein, jetzt kommen die Halland-Torps. Ach, das ist doch scheiße, wenn das draußen scheiß CD spotten. Alles nicht so gut. Nice, okay, das wird gut. Sieht aber gerade recht gut aus. Jetzt nicht alles verlieren. Musst nur aufpassen, die Montana und die Yamato kommen jetzt von A rüber.
muss das nur cappen, das ist wichtiger. Fluffy Power. Nur cappen. Dankeschön, Niederbayer nochmal. Dankeschön, Eternal Fox. Dankeschön. Auch dir ein wunderschönes Restwochenende. Wie die beiden Schlachten. Ist die Monty zu. Ich zeig doch beidseite gleich. Ja, ich ziele noch nicht auf euch. Ich ziele noch runter Richtung Pedro und Träger. Ach, hab so Schiss. Wo ist denn die Halland? Ne? Wo die, ist die? Die ist hier. Okay. Ja. Ich kann Hydra machen gegen Pedro. Mach Pedros. Mal an, bitte. Ja. Oh, Sandra. Oh, der hat da nichts mehr. Antenne hat abgesetzt. Ja gut, dann schieße ich nicht drauf. Oh, da ist die Breitseite, Monty. Gut, dann fahre ich jetzt raus. Und der dreht noch weiter. Oh Mann, das wird wehtun jetzt. Das ist gut. Das wird wehtun. Ja, nur 9000. Weil Breitseite fahren wird dann nicht mehr bestraft. Ja. Das ist nur, wenn du Glück hast. Hm. Nur wenn man selber Breitseite zeigt, dann kassierst du ja. Ja, man muss jetzt mal gucken, was die... Danke, Zau, dass du mich hier blockierst. Kriege ich diese Kurve nicht. Was der Conqueror jetzt macht, hat hoffentlich AP geladen. Ja, der hat getroffen. Fluffy Power, ich helfe da mal ein bisschen aus. Oh ja, Marco, das könnte klappen. Theo, vielen lieben Dank. Oh ja. Auf dem 18. Wow, Nasi. Dankeschön, Theo, für den Sub. Doppelzieher. Das war's. Jetzt nur noch die Halland da. Mhm. Vielen Dank, Theo. Hat sehr groß. Ja, war nicht sogar mal high. Hydro läuft noch 40. Bin offen. Ich auch, aber gut, habe auch geschossen. Du auch. Ich habe jetzt aktuell noch auf 12.3 offen. Okay. Noch weiter unten ist sie. Ich bin auf 12.6, ja. Ah, nein, ich bin zu. Die ist wirklich da oben, im oberen Bereich. Ah, okay. Jetzt bin ich auch zu, ja. Ja, jetzt sieht er ungefähr auf... Da ist sie. Na, eher die C-Linie, nach den Torps zu urteilen. Nee, dann wäre ich offen. Also es ist schon möglich, dass die C-Linie ist, aber dann ist sie nah dran an der... Gigino Fandor, ja, Pussy-Player. Report, ja genau. Eieiei, Pussy! Na siehste, habe ich gesagt, wo sie ist. Habe ich gesagt. Ja, tut mir leid, also du bist einfach Pussy-Player. Ja genau, weil sie ich ja ein Fandorer... Only AP-Spieler, weißt du? Ja. Wer war das? Diamato? Ja, Diamato. Ist einfach Pussy-Player. Da. Er sagt... Oh, ja. Fun. Oh, da haben wir doch jetzt hier Kandidaten für einen Report. Ich reporte selten, aber jetzt... Nein, das kann man gerne mal machen. Was war das für welche Hindenburg? Diamato. Diese Sarah Channel. Nein, die Herr Hindenburg war das. Ja, das war Sarah Channel. Und Diamato. Und eine Detonation! War das nicht? Schade. Hallo, Quicente. Grüße aus Tirol zurück. Also, aber die Yami war wirklich nicht so prall, aber die Hindenburg ist eigentlich nicht schlecht. Und dann so rumzumaflamen. Ah, die Hindenburg bekommt den Report für Fehlverhalten im Chat. Die Yamato, die Sarah hat... Channel. Die, ja, hat, die Yamato hat... Die hat nur gesagt, dass du Pussy-Player bist. Das ist ja keine Beleidigung. War das da TRT oder war das der STG? STG, der hat es geschrieben. Der hat auch nochmal geschrieben, fuck you oder irgendwas. Ja, melden... Fehlverhalten im Chat. Das ist ein Kompliment hier, Pussy-Player. Oh, sagt ja nicht. Stimmt, ja. Stimmt. Maria, Pedro und Monty, die haben eigentlich auch ganz gut gearbeitet. Stimmt, mal loben könnte man auch hier.